Hier im schönen Erbach ist das Escott des Odenwalds. Eine Rennbahn mit mittlerweile 100 Jahren Tradition. Einmal im Jahr läuft hier das große Publikum auf. Heute ist zwar kein Renntag, aber auch aus einem anderen Grund ist Erbach für Ross und Reiter sehr interessant. Erbach im Odenwald. Meist nur Insidern als ein Zentrum des Reitsports bekannt. Hier liegt der Rollehof. Nicht nur ein einfacher Reitstall, sondern Hengstation, Leistungsprüfungsstation für Reitponys und Spezialrassen sowie Besamungsstation. Ein moderner Pferdezuchtbetrieb eben, in dem auch Freiberger Leo, der sich hier gerade vor der Kutsche präsentiert, seine Zuchteignung bewiesen hat. Denn Rassen wie Norweger, Haflinger und Freiberger werden auch vor der Kutsche geprüft. Gefahren wird Leo heute vom Chef des Hofes, Andreas Müller. Er erklärt, warum die Pferdezucht Regeln und Leistungsprüfungen braucht. Man möchte wissen, welche Merkmale, Charaktereigenschaften, welche Leistungsmerkmale der Hengst besitzt, damit der Züchter, der die Stute zu diesem Hengst bringt, weiß, was er von dem Hengst erwarten kann. Deshalb gibt es den 30-Tage-Test für junge Hengste. Grundsätzlich wird dabei geprüft, wie bewährt sich der Kandidat, hier Norweger Dama, beim Freispringen sowie bei Springen und Dressur unter dem Reiter. Außerdem gibt es eine Geländeprüfung mit Sprüngen und einen Rittigkeitstest unter fremden Reitern. Verhalten, Gänge, Leistung und Kooperationsbereitschaft des Pferdes werden zum Abschluss von Richtern benotet. Wichtig dabei sind gute Gänge und ordentliches Exterieur, aber auch der Charakter. So wird entschieden, ob der Hengst gekürt wird oder nicht. Doch nicht nur Hengste werden geprüft. Hier zeigt Reitponystute Shangri-La, dass auch Mädchen hoch hinausfliegen können und ein Leistungstest für Stuten ebenfalls sinnvoll ist. Gerade der Stutenhalter tut gut daran, seine Stute zu prüfen, damit er weiß, welche Merkmale, Schwächen und Stärken sie hat, damit er in der Zucht auch etwas schneller vorwärts kommt. So kann man die Qualität der Zuchttiere von Generation zu Generation gezielt verbessern. Doch eine Hengstkürung ist für den Eigentümer nicht billig. Ein Deckakt eines eingetragenen Hengstes kostet den Stutenbesitzer auch nicht gerade wenig. Also warum braucht ein Pferd überhaupt ein Papier? Der Abstammungsnachweis erhöht den Wert des Fohlens erheblich. Auch seine Geschichte lässt sich verfolgen. Beides ist gut fürs Pferd. Es erhöht nämlich seine Wertschätzung beim Besitzer und damit hoffentlich auch seine Lebensqualität. Also haben Pferd und Reiter etwas von der Arbeit der deutschen Pferdezuchtverbände, wie Andreas Müller erklärt. Alles, was ein bisschen geregelt ist, da weiß man, wo man dran ist. Man kann sich auf einem Zuchtverband kann man sich informieren. Man kann sich über die Hengste informieren und über die Stuten informieren. Die Mutter und der Vater müssen beide in diesem Verband eingetragen sein, anerkannt sein, um dass dieser Verband auch für das kommende Fohlen ein Papier, einen Abstammungsnachweis ausstellen kann. Also alles unter Brief und Siegel. Weil die Moderne auch an der Pferdezucht nicht vorbeigeht, geht heutzutage immer seltener die Stute live zum Hengst, sondern der Hengst geht auf Reisen zur Stute, in Form vom Samenpäckchen, fein portioniert, wie Besamungswart Müller erklärt. Also es ist ja so, dass es heute noch gewisse Rassen gibt, die noch auf der Weide decken, aber es gibt sehr viele Rassen, die auch schon in die sogenannte künstliche Besamung übergehen. Da gibt es zwei Ideen. Das heißt also, wir können das in Frischsamen tun. Das heißt, der Hengst wird montags abgesamt und dienstags morgens ist der frische Samen bei dem Stutenhalter und die Stute kann besamt werden. Dann kann man auch noch Gefriersperma herstellen. Das heißt, man friert das Sperma ein und kann es 20, 30 Jahre lang aufheben und dann auch benutzen. Nicht alle finden diese Entwicklung gut. Mancher mahnt, dass nur noch Hengste, die gerade in Mode sind, inflationär genutzt werden. Andere, sich tatsächlich besser vererbende Hengste, werden darüber vergessen. Langfristig könnte so die genetische Basis der Pferdezucht verarmen. Doch Fakt ist, der Samenversand setzt sich durch. Es ist eben Stand der Technik. Vernunft und Pferdeverstand der erfahrenen Züchter werden hoffentlich weiterhin für gute Pferde sorgen.